So. Jetzt ist die Frage, wo ist es? Da hinten. Verdammte Scheiße da. Warte, ist jetzt gerade AFK oder was? Oder bist du gemutet? Ich bin gemutet, ja. Ach so. Ich glaube die ganze Zeit schon. Ja, scheiße. Also hier ist alles voller Bullerei. Ja. Haben mich geheilt und so, das war's. Hast du denen gesagt, dass sie zu spät waren? Ja, aber kaum keine Antwort. Ja, das meine ich halt. Das ist dieser Notfall-Channel von der Polizei, aber da muss man am Anfang, man muss direkt den Notruf richtig absetzen. Ja, klar. Man muss sagen, genau wo man ist, was genau los ist. Feinde da sind. Aber du musst dir vorstellen, ich bin gerade am Fahren gewesen. Paranoia des Todes. Ja, der Sendungsfighter, der ist klar. Ja. Aber du musst ja lieber den Mann voll stopfen, als hier mal in der Action zu sein. Ey, das hat er alles nicht mitbekommen, da muss er sich das Video reinziehen später, ey. Also halt irgendwann. Scheiße, danach gehe ich erstmal, ich fahre jetzt zum Gunshop und gehe pinkeln. Ja, Crew haben wir mittlerweile. Ja. 11, eine Stunde geht noch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal eine Tour machen. Ich weiß nicht, so wirklich das hier, ne, keine Ahnung. Also auf jeden Fall will ich mir noch ein Auto kaufen und Waffen. Also ich fahre jetzt eh in den Gunshop. Ich muss mir einen Truck kaufen. Ich hab noch deinen Truck, der ist wieder ganz. Ja, ich bin jetzt ja gerade im Dorf hier, Moment. Wo bist du gerade in Altira? Ich fahr zum Gunshop von Altira weg. Die haben gesagt, ich soll mich verpissen, die Rebellen. Ja, Moment mal. Ja, du musst mich ja irgendwie wieder abholen. Okay. Aber keine Autos mehr. Okay. Ist gar kein Auto mehr. Ja doch, aber ich muss ja extra wieder rausholen. Okay, so, das stimmt. Ich fahr jetzt kurz zum Gunshop. Ja, ich spawn jetzt in Altira wieder. Hier raus und spawn. Ja, Altira will ich nicht nochmal hinfahren, ey. Ja, du musst mich abholen. Ich weiß, das kannst du jetzt machen. Ich brauche Waffen, ey. Ah, das kranke Scheiße. Das ist eine kranke Scheiße, du. Wie gesagt, wir können mal Salz versuchen. Salzprocessing. Ja, so, da soll man nochmal einen sagen, als Salz langweilig. Nee, das ist gar nicht langweilig. Das ist das, was du daraus machst. Wenn du natürlich den ganzen Tag nur Äpfel pflückst, ist es langweilig. Ja. Scheiße, ey. Ach, weißt du was, ich gehe mal wieder nach Kavalazon. Aber mal wieder bei Zivilisation zu sein hier. Gut, dann markiere ich mir auch mal was. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt hier oben beim Gunstore. Wo kann man. Wieso kann ich denn nicht in Altira? Wo können wir uns denn treffen? Ja, ich weiß ja nicht, was du machen willst jetzt. Ich muss erstmal dein Auto dir geben, dass du es parken kannst in die Garage. Ja, da muss ich nach Altira. Das ist das Einzige, was in der Nähe ist. Ja, aber die ficken mich dann da wieder. Ich will da nicht nochmal reinfahren. Die ganzen anderen Städte sind zu weit weg. Ja, aber was wollen wir machen? Die killen uns. Ja, die sind da bestimmt nicht nochmal da. Lass mich da kurz gucken, ey, so, Altira. Pykros, wo ist denn Pykros? Ach du Scheiße, ist der Marsch der Welt, ey. DP-19. Ist bei dir irgendwo DP-19 in der Nähe? DP-6, DP-5, DP-3 ist in meiner Nähe. Nee, ist der Marsch der Welt, DP-12, DP-11. Ja, Altira ist das Einzige, was in der Nähe ist. Sofia ist zu weit weg, Kavala ist zu weit weg. Fahren wir von mir aus wieder dahin. Ja, das alles andere ist zu weit weg einfach. Fahren wir nur am. Aber das ist eine Safe-Zone am Market. Oh, ist immer noch ein Heli. Wir chillen einfach am Marktplatz, da ist eine Safe-Zone, da können die uns nicht abknallen. Ja? Oder an der Garage, da ist eine Safe-Zone, da können die uns nicht abknallen. Nicht wahr? Ich bin jetzt hier in Pussys, ich gehe zu Pussys Outback Store. Ja, wir treffen uns am Marktplatz in Altira. Oder Altira, keine Ahnung. Hier fliegen Helis rum, da fahren Autos rum. In Altira? Oh mein Gott. Okay, keine gute Idee, ey. Scheiße, ey. Wo bin ich denn, ey? Ja, die Polizisten waren auch schon ein bisschen enttäuscht, als alle abgehauen sind. Aber geh zu Pussys. Oh, scheiße, Mann. Geh zu Pussys Outback Store. Warte, ich guck mal, wo das ist. Wo ist das? In Altira. Altira, Pussys. Genauere Ortsangaben kann ich leider gerade nicht machen, ich werde Pussys verfolgt Outfit. Irgendwie. Ja, okay. Ja gut, da ist auch ein Outback-Outfit, Pussys, gell? Ja, genau das. Ich kopiere das mal. Also ich Wegpunkt. Da treffen wir uns. Da ist ja Safe Zone, da können die uns nichts machen, die Wichser. Können ja, dürfen nein. Gut. Geh jetzt in die Ecke, ey, ich versteck mich.
muss eigentlich auch nochmal zum Waffenladen, ey. Ich hab keine Munition. Ich war gerade da. Ja, mir wurde ja meine Munition geklaut. Ja, mir haben die mein Nachtsichtgerät geklaut. Also wäre jetzt dunkel, hätten mich welche. Oh, scheiße, ey. Der Heli landet hier. Oh, oh. Da fahr ich gar nicht aus da hin, oder? Das sind bestimmt dieselben. Ich weiß es nicht, ich kann nicht gucken. Hier, such's mal. Ach, YOLO, ey. Nein! Ich hab einen Zaun berührt und mein Reifen ist ab. Dann reparier ihn. Gute Frage, ob ich ein Reparaturkit dabei hab. Ja, ey, ich hab ne Waffe, kann aber nicht mit erschießen, weil ich keine Munition habe. Ey, was scheiße, ey. Und ich hab kein Reparaturkit dabei, die haben mich geplündert. Scheiße. Ich geh jetzt erstmal pinkeln, ich geh ins Auto und geh pinkeln. Bis gleich. So, ich fahr jetzt hier im Platten, warte auf den Patrick. Semtex ist immer noch AFK. Patrick fährt hier gleich irgendwo mit einem Quad rum. Da ist er. Oh, der Retter in Not. Ja, ADAC ist auch mal da. Und dann fahren wir zusammen zur Garage, weil das ist dein Auto, ne? Richtig. Guten Tag. Guten Tag. Alter, hättest du dabei sein müssen, ey. Nee, das war. Da war was los, ey. Da bin ich wieder. Samtex, weißt du, was du verpasst meine hast? Fresse. Du blöder Wichser. Ich hau was dir denn aufs Maul, ey. Die haben aus den Heli geschossen. Ja? Ja. Ich hab die ganze Zeit Polizei angerufen. Du hast ja auch Meldungen gemacht und sowas. Und dann, weil da war ja einer abgeseilt worden. Ich bin als in die Stadt gefahren, weil die Polizisten wussten ja, wo wir sind. Und dann haben die uns die Reifen zerschossen. Und da waren da 8 Rebellen. Wir mussten aus dem Auto aussteigen. Ich musste mich auf den Boden legen und du warst ja AFK. Das heißt, die haben dich da rausgezogen, dich verprügelt und sowas. Die haben mich abgezogen. Also Geld haben die gelassen. Die haben mir so eine Warnung gegeben, so ich soll mich da nicht mehr blicken lassen und so. Und ich habe halt versucht, die ganze Zeit da zu lassen, damit die Bullen kommen. So, wir haben die ganze Zeit diskutiert, dass sie da lassen. Gefesselt. Ja, muss ich erstmal wegmachen. Die haben dich gefesselt, es waren Rebellen. Entfesseln. Ich mach's schon gerade. Jetzt musst du V drücken oder so. Du musst V drücken. Ja, und Semtex, was wollte ich noch sagen? Dann kamen die Bullen. 3 Helis, alles voller Spezialeinheiten. Ich drück V, aber da passiert nichts. Laufen? Achso, du kannst nicht laufen. Ich hab dich entfesselt eigentlich. Hab ich gerade gemacht. Patrick? Hä? Erzähl was. Ich hab ihn gerade entfesselt, den Semtex. Wie entfesselt? Ja, ich kann ihn ja entfesseln. Der war ja noch gefesselt von den... Ja, und jetzt? Jetzt kann er nichts machen. Nee, kannst nicht V drücken. Keine Ahnung. Nee, ich kann nicht laufen, nix. Irgendwie da ein Timeout. Keine Ahnung. Oh, fuck. Diese scheiß Rebellen, ey. Einmal ausloggen, einloggen. Drück, aber vergesst nicht zu speichern. Ja, stimmt. Z. Sync Data. Ja, und Semtex auf jeden Fall. Dann kam eine ganze Spezialeinheit von den Bullen und die Rebellen waren schon alle weg. Die waren schon aber alle weg. Aber ich hab mein komplettes Geld noch. Ja, die haben uns nicht abgezogen. Die haben nur mein Nachtsichtgerät geklaut. Und die haben gemeint, ja, das ist eine Warnung und sowas. Was haben wir denn gemacht? Durch ihr Gebiet gefahren. Das ist deren Gebiet oder was? Haben die sich wohl so beschlagnahmt. So, jetzt bist du nicht mehr gefesselt. Ah. Komm, Semtex, wir hauen jetzt ab. Das ist Patrick sein Auto, wir müssen hier weg. Warte mal, wo wollen wir hin? In die Stadt zu. Nicht mehr da von eben. Nicht nach Altira. Nein. Dann fahren wir halt eine längere Strecke. Wir fahren da nicht Krawalle. Mehr. Krawalle. Wo ist die? Hier. Das ist aber scheiß lang. Das ist, keine Ahnung, 20 Kilometer weg oder so. Ich will mich rächen. Semtex, wir haben keinen. Ich hab jetzt Waffen, ich hab mir Waffen besorgt, die. Lass mal überlegen, ja. Moment mal. Nicht wegfahren, gell? Wo seid ihr gerade? Ja, neben dir. Oder bist du also gefahren? Ja. Ja, aber ich höre euch die ganze Zeit. Achso. Okay, Moment mal, lass mal überlegen. Wir fahren. Gott, Semtex, das musst du dir im Video angucken, gell? Ich glaube, ja, lass uns erstmal zum Flughafen fahren. Okay. Dann lagere ich das Quad ein. Ja, da sind wir zusammen. Ja. Fahren wir nach Sofia. Okay. Wenn man sich ausloggt, kann man dann immer noch aussuchen, wo man gespawnt werden will. Ja, klar. Dann fahren wir zum Autohändler, tust deine Autos alles safe und dann spawnen wir woanders. Loggen uns aus und spawnen woanders. Ja, weißt du was, fahren wir einfach nach Ding, ey. Altira. Willst du das machen? Wenn wir es verlieren, verlieren wir es, wenn nicht, dann nicht. Okay, Semtex, wir fahren da jetzt wieder rein. Alles klar. Let's go. Also Semtex, guck dir das Video... Aber es kann böse enden. Ach, das ist billig. Das Quad kann er ruhig kaputt machen. Semtex, willst du es fahren? Ja. Okay, er will. Ja, ja. Da muss ich dir mal den Schlüssel geben. Check aus, Semtex. Isst du noch, oder was?
Ja. Ey, das war so mies, Sam. Das Video musst du dir geben, gell? Erstmal, dass Pitbull mal ein bisschen Paranoia geschoben hat. Ah, ey, die haben mich so geil rausgekriegt, das glaubst du gar nicht. War ich? Ja, noch sitzt du hinten, glaube ich. Als Fahrer musst du einsteigen. Patrick, da musst du das Auto fahren, weil ich weiß nicht, wo lang. Ey, guck doch auf die Map. Einfach geradeaus. Die ganze Zeit geradeaus. Wie lenke ich, Mann? Ja, mit dem Lenker. Ja, so wie du läufst. Mit W. W-A-S-D. Mit der Maus mache ich nichts, oder was? Nee, nur W. Nein. W lange halten, also W gedrückt halten. Drück mal Doppel-Alt erstmal, dann machst du freie Sicht, dann kannst du dich umgucken. Doppel-Alt? Achso, der Rebell hat gemeint, du sollst dir anständige Klamotten kaufen. Du warst voller Blut, überströmt lagst du da rum. Hast du freie Sicht? Ja, dann kannst du die Maus bewegen, meint er. Genau. Fahr mal geradeaus jetzt hier. Tu mal W halten fürs geradeausfahren. Ja, einfach nur die ganze Zeit geradeaus. W halten, W. Ich hab nichts, bei dir läuft's, gell? Wuppala. Ja, wo ist der jetzt? Der fährt bei mir gar nicht. Ich seh den nicht mal mehr. Also backt's rum. Fährst du gerade Semtex oder was? Ja, klar fahr ich. Ja, siehst du, bei mir stehst du nebendran. Ich fahr jetzt auch mal dahin. Wir treffen uns in der Stadt, Semtex. Was ist eine Stadt, Mann? Altari. Was? Atira, wie die Scheiße heißt. Welche ist das? Atira, die Stadt, wo ihr überfallen wurdet. Wo du nicht dabei warst. Du warst als kein Essen, wo ich um mein Leben gekämpft habe. Ich hab geweint. Ich hab doch eine Map. Benutzt die auch. Ah, ich seh ihn doch da hinten rumfahren. Ja, ich seh ihn jetzt auch. Semtex, komm mal, bleib auf der Straße und pass nicht gegen die Steine donnern. Du musst halt immer wieder mal runter vom Gas. Und wahrscheinlich mal bremsen. Ja, ich fliege fest. Ich hab da mein Leben gekämpft und der Semtex eiskalt essen gewesen. Will Gyros essen. Und ich Paranoia, mein Freund ist AFK. Der so, ist mir egal, der soll aussteigen. Ich so, ja, sag's ihm. Was für Wichse. Siehst du mich, Semtex? Nein. Okay, gut. Bei dir läuft's. Der Karre ist voll langsam. Und ich muss noch 12 Kilometer fahren? Nein, du hast falsche Markierung. 1,2 Kilometer, alles klar. Oh mein Gott, nach links jetzt, ne? Dann rechts. Ja, dann rechts, genau. Dann geradeaus durch einfach. Wo sehe ich einen? Ah, 47 km/h. Also hier sind wir wieder im Sperrgebiet. Nein, oh. Hier sind wir wieder im Sperrgebiet, gell? Naja, sagen die. Ja, also die sagen, das gehört ihnen. Ach, die waren einmal hier, was wollen die schon machen, ey? Das machen die bestimmt in jedem Dorf, weißt du? Das machen die bestimmt. Ich kann nicht jeden erschießen, der hier rumläuft, mal ganz ehrlich. Weil hier kommt ja jeder vorbei, der Diamanten verarbeiten will. Ja. Ich kann nicht jedes Mal jeden erschießen. Fahr zur Garage, ne? Was, zur Garage? Ja. Weil. Wo ist die denn hier? Erstmal mein Auto kurz einladen muss, damit mir gehört quasi. Hey, Tony, mach mal den Patch. Fahr ich auch zur Garage. Ich hab grad Stimmen gehört. Ja, ich auch. Oh oh. Hier fahren die ganze Zeit Leute rum oder irgendein Scheiß. Wo willst du denn hin? Ich hab grad was getestet. Ich hab ein Tempomat drin, weil wenn ich kein Gas gebe, fahr ich konstant 30. Hä? Ja, das war ein Bug. Ich hab kein Gas gegeben. In der Stadt fahren? Komm, Patrick, wir fahren jetzt schnell in die Garage und weg hier. Kein Bock wieder aufs Maul zu kriegen, ey. Ja. Mach schon mal dann gleich Save Data, ne? Sync Data. Hm? Sync Data. Einfach nur raus, oder? Ja, hab ich gemacht gerade. Da kommt schon wieder was angefahren. Wie, ihr schleppt mein Auto? Oh mein Gott, ein Quad. Oh. Hier, Yuki-Gruppe. Darf ich hier eigentlich mit Waffen rumlaufen, Patrick? So, aufsteigen bitte. Patrick, darf ich hier eigentlich mit Waffen rumlaufen? Nein, weil das eine Stadt ist. Aber die liefen doch auch mit Waffen rum, die Wichser. Ja, das sind Rebellen, das ist was anderes. So, Sync Data und dann ab nach... Wo wollten wir hin? Wollten wir irgendwas machen noch? Ich wollte noch Autos kaufen und Semtex braucht noch eine Ausrüstung, ja immer noch keine. Dann gehen wir mal nach Kavala, weil da ist es okay. Sicher. Also Semtex, Sync Data? In einer halben Stunde dicht. Sync Data? Und dann loggen wir aus.
So, abbrechen, raus. Rennen, bis hier wieder in Lot gebracht. Hier sind die Polizisten. Ja, wir kümmern uns drum. Ja, die Bullen sind hier im Markus. Gerade hier alle, aber ja, ich guck, dass sich alles regelt. Ich hab's auch gesehen. Wenn er ohne Grund Leute tötet, ist es natürlich ein Banngrund, weil es random Deathmatch ist. Können dann nachlesen, regeln. Und ja, muss man halt. Er hat gerade gemeint, grundlos Leute töten ist Banngrund, gell? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Steht hier. Wieso kann ich mich nicht ausloggen? Axi? Im Ernst jetzt, ich kann hier nur auf Weiter. Warte, er hat dir geantwortet. Auf Konfigurieren drücken. Escape, kann, abbrechen. Ich kann nicht auf Abbrechen, ich kann nur auf Konfigurieren gehen. Axi, okay, vielleicht Auto musst du dann echt was trinken oder so. Ich hab was getrunken gerade. Das stand da vorne. Ich noch 72, muss ich mich irgendwie heilen oder sowas? Bist du verletzt? Von Leben aus? Ja, ich bin verletzt. Vorne irgendwo, dann hol dir ein Heilpack. War das ein Polizeiauto? Ja, ein Offroad. Hol dir ein Heilpack. Dann hat das jemand geschaut. Hab ich auch in den Check geschrieben. Doch, du kannst eins kaufen. Bei den Händlern. Was, wie heißt das denn hier? Ein Medipack oder sowas. Ja. Ja, er hat keine Medipacks. Ich kann auf dein Auto aufpassen. Lol. Dann holen wir dich gleich ab oder so. Nee, das ist wieder zu weit. Dem Bulle wurde gerade sein Polizeiauto geklaut. Ah, dem Polizisten wurde sein. Der steht hier am Marktplatz. Das Auto stand hinter ihm. Schau halt immer wieder nach, ob du in die Nähe davon kommst. Jetzt hat Wege schon 100 Meter. Jetzt hat's einen General Store. Das gehört Polizeiauto geklaut. Das wird noch verkaufen. Oh, Freunde. Mann hier. Das sind Polizisten auf dem Server. Ohne Scheiß, ey. Das kommt davon, wenn man irgendwelche neuen Leute ständig rekrutiert, die keine Ahnung haben. Ja. Und die dann mit dem Rücken zum Auto stehen, der das Auto geklaut wird. Ich hol mir jetzt auch mal einen Werkzeugkasten, FH. Ja, Pitbull. Ja. Kann mal gucken hier. Ich brauch Muni. Nicht klauen, Bruder. Klau doch nicht. Nein, ich bin bei mir wirklich. Okay. Nein, ich brauch Munition. Lass mal gleich dann vielleicht irgendwie zum Ding fahren kurz. Gunshop. Welche Uhr haben wir denn, ne? Ja, wir müssen noch unseren Bruder abholen, den Semtex. Kann ich meinen Erste-Hilfe-Kasten jetzt benutzen? Patrick? Was? Erste-Hilfe-Kasten benutzen, weil er ist verletzt, er kann sich nicht ausloggen. Kann man sich nicht ausloggen, wenn man verletzt ist? Weiß, schreib mal Admin an bei sowas. Das sind spielinterne Sachen. Da, wie benutze ich denn jetzt den Erste-Hilfe-Kasten? Dann schreib mal den Admin an, erklär ihm das, sag vor ihm, wo du bist. Ja, aber er fragt dich halt ja nur, wie man Erste-Hilfe-Kasten benutzt. Ja, das ist, wenn man verletzt ist, dann kann man sich selbst behandeln, indem man einfach Leertaste drückt. Wenn du Erste-Hilfe-Kasten im Inventar hast, dann drückst du Leertaste, dann behandelst du dich irgendwie selber. So, wo ist hier ein Autohändler? Ich hab Bock, mir jetzt wieder ein neues Auto zu kaufen. Hier direkt in der Ecke. Officer? Hier, da, der da. Ist hier ein Officer? Der Inder. Hallo? Der Inder. So, was kaufe ich mir? Truck für 105.000, ne? Du bist kein Officer, oder? Ich muss Geld holen. Axi? Axi ist der Ab. Doch, der ist Admin. Kannst du mich zum. Können Sie mich zum Kupferfeld begleiten? Oder zum. Hast du Admin angeschrieben, Semtex? Nein, weil ich Händler nicht begleiten. Ja, gut, also zum Kupfer. Frag den gleich mal. Der fragt den Admin. Umwandler. Ja, ich frag den gleich, weil er steht gerade vor mir. Kaufen. Ich werde mal auf den. Kann mich nicht ausloggen. Zum dritten Mal. Keine Ahnung warum. Okay. Der Haxi, der kann sich gerade. Ich habe zwei Erste-Hilfe-Kästen im Inventar und kann sie nicht benutzen. Hat also jedenfalls nicht, wenn ich einfach nur Leerstaste drücke. Damit zusammen. Weil der Fährt gerade, der wurde von Rebellen verhaftet. Erste Hilfekästen ist mir relativ egal, nur dass ich mich nicht ausloggen kann. Bei mir redest du etwas. Ich kann auch nicht respawn drücken, nicht speichern, ich kann nur auf konfigurieren. Nein, sag nicht du, nicht Semtex. Sag nochmal Hacken. Da fahr ich alleine hin. Bei mir redest du sehr abgehakt. Das heißt, ich verstehe nicht alles, was du sagst. Schreib dich gleich mal an. Schreib dir mal an, die Admin. Okay. Weil der versteht mich irgendwie nicht, keine Ahnung. Du sollst an den Admin schreiben, Semtex. Also so wie du. Cellphone. Genau, und dann auf. Schreibst deinen Text und dann an Admin. Sag, du kannst nicht auf Ausloggen gehen oder sowas, du kannst nur auf. Ja, weil das so wie es bei dir ist. Interne Bugs halt. Ja. Bist du sicher, dass du nicht ausloggen kannst? Ja, ich kann nur auf Konfigurieren gehen. Abbrechen geht nicht? Nein. Das ist ein Scheiß.
wo bin ich hier? In der, ich bin immer noch in der besetzten Stadt da. Wie heißt die noch? Altira. 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 Bist du genau da? Osaka musst du genau wie möglich sein, weil die haben ja kein GPS oder so. Die sehen dich ja nicht. General. Boah. Textadmits, ne? Mhm. Auto in der Garage. Nächstes Mal werden wir wieder auf Diamantenjagd gehen, würde ich sagen. Jo. Wir können mal das nächste Mal, probieren wir mal Salz aus. Okay. Was das so lukrativ, also ob das lukrativ ist. Die Route ist von der Länge ungefähr gleich, ich glaube sogar ein bisschen kürzer. Einfach mal gucken, was das so bringt. Und ja. Diamanten sehr, sehr lukrativ, allerdings, wie man gesehen hat, auch gefährlich. Ja. Ja, mal sehen, ne? Ich habe jetzt einen Offroader. Ah, da ist mein Truck, okay. Ich dachte gerade schon, wo ist mein Geld hin? Mein Truck hin. Geld habe ich 10.000 auf der Hand, 229.000 auf der Bank. Da ist wieder ein roter, weiß, ne, ich weiß nicht, was für eine Farbe es ist. Weißer Heli, keine Ahnung. Ich glaube, der Admin kann ich auch einfach zu dir hin teleportieren. Und der ist ja Admin, der kann ja alles. Dann soll er sich mal beeilen. Weil ich kann auch wieder das Erste-Hilfe-Set nicht nutzen. Hallo? Moin. Hi. Ja, ich kann mich irgendwie nicht ausloggen. Also wenn ich auf Escape gehe, ich kann nur auf Konfigurieren klicken. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Patrick, aber bevor du dich ausloggst, ja? Ja. Kannst du ja deine Pickaxe für 750 Dollar verkaufen, dann machst du wenigstens ein bisschen noch Gewinn. Also nicht Gewinn, aber... Ich habe sowieso keinen dabei. Ja, ich sag dir nur. Ja. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, meistens logge ich mich am Arsch der Welt aus. Okay. Ich weiß es, ich wurde von Rebellen gefesselt und dann haben die diese Fessel aufgelöst. Alles klar, dankeschön. Forolon, kann ich mal kurz was fragen? Okay, alles klar, ich probier's aus, dankeschön. Ich wollte mal fragen, wie man überhaupt von einem Schiff, also ich habe jetzt ein Schiff gekauft vor einer Weile, nach dem Reset ist halt eben wieder in diesem Schiffteil und ich weiß jetzt nicht, wie man das spawnen kann. Alles klar, dankeschön. Ich wollte mich gleich mal ein bisschen fischen gehen. So, ich muss jetzt Alter 4 Spiel beenden, neu starten. Das ist ein Bug, die Map, bitte? Wenn du getasert oder gefesselt wurdest, dann kann es mal passieren, dass du dich nicht ausloggen kannst. Und guck mal jetzt südwestlich okay. Vom Polizeihauptquartier, da steht was Boot spawnen nennt sich das. Alter 4 geht nicht, Mann. Ja, aber da ist kein Typ oder der so. Speicherfeuer, gell? Ja, ich hab mir zwei Flaschen Wasser gekauft. Das geht hier nicht zu, wir sehen uns beim nächsten Mal.